Hallo zusammen, heute gibt es Chimichurri. Chimichurri kommt aus Argentinien, ist eine Grill-Dip-Beilage, wie man es nehmen will. Ich kann mich noch gut erinnern, Churrasco und Maredo, diese Steakhouse-Kette, die hatten auf dem Tisch immer neben Salz und Pfeffer so ein kleines Glasgefäß mit einem Glaslöffel drin, wo man dieses grüne Zeug sich aufs Fleisch geschmiert hat. Man kann es auch für Fisch und Geflügel nehmen zum Marinieren. Aber ich finde das zu schade. Also das ist wirklich was für Fleisch und nicht unbedingt für Grillfreunde, weil man kann Fleisch bekanntlich auch in der Küche zubereiten. Also seid mir nicht böse, die Barbecue-Polizei wird mir hoffentlich nicht auf den Kopf kommen. Aber schaut selbst, was ich gemacht habe, Chimichurri. Und viel Spaß dabei. Hier die Zutaten. Wir brauchen sehr viel Petersilie, 2 Bund in meinem Falle, eine Schalotte, 2 Knoblauchzehen, wahrscheinlich 2 Limonen, den Saft. Dann brauchen wir von einer scharfen Chili eventuell die Hälfte bis ein Viertel, ganze schwarze Pfefferkörner, ein Lorbeerblatt, grobes Meersalz, Essig und an getrockneten Kräutern brauchen wir Chiliflocken, Thymian, Oregano und Olivenöl. Zuerst zerstoßen wir den Pfeffer. Bisschen vorsichtig sein, damit genau das nicht passiert. Die Dinger uns hier rausfliegen. Das sollte jetzt grob sein, also nicht zu Staub zerfallen. Die Schalotte ist geschält, Knoblauch ebenfalls. Und beides wird jetzt in Würfel geschnitten. Jetzt nehmen wir uns diese Chilischote und teilen sie in der Mitte. Vierteln Sie das Kerngehäuse samt dieser, ich glaube Plazenta nennt sich das, schneiden das raus. Und ich deutete es ja an, wir nehmen nur ein Viertel, weil die ist nicht nur fruchtig, deswegen nehmen wir sie, aber die ist auch etwas schärfer als normale Chilischoten und deswegen nur ein Viertel. So. Ab jetzt nicht mehr in die Augen fassen oder an andere Schleimhäute. Jetzt kommt alles zusammen in unseren Mörser. Und das Ganze wird jetzt ebenfalls schon mal etwas angestoßen. Das sollte dann hier solch eine Konsistenz haben, also nicht nur eine Breimasse, sondern da kann man auch noch einzelne Stücken sehen. Jetzt nehmen wir uns die Petersilie, schneiden uns die dicken Stängel ab. Jetzt greifen wir uns alles und quetschen jetzt hier alles etwas zusammen. Und jetzt schneiden wir die Petersilie einfach erstmal herunter. Hacken nochmal alles durch. Und geben jetzt alles in den Mörser. Sieht vielleicht im ersten Moment etwas viel aus, aber das wird sich gleich ändern, wenn wir es durchgemörsert haben. Vorher geben wir hier allerdings
etwas grobes Meersalz drauf. Und zwar nicht nur wegen der Würzung, sondern auch wegen des Schmirgeleffektes. Und jetzt geben wir hier von unserem getrockneten Oregano einen Esslöffel hinein. Vom Thymian einen halben. Es kommt der Saft einer Limone drüber. Übrigens, wenn man die viertelt und nicht halbiert ausdrückt, kriegt man da mehr Saft raus. Eigentlich logisch, oder? So, jetzt kommt noch ein Esslöffel Essig dazu. In meinem Falle war das Weißweinessig. Und jetzt stößeln wir das Ganze noch etwas weiter. Und wie gesagt, es soll immer noch zu sehen sein, was drin ist und nicht irgendwo eine breiige Masse. Dann hätte man es auch in den Mixer geben können. Jetzt kommt hier Olivenöl dazu. Und wie gesagt, gutes Olivenöl nehmen. Und fertig ist das Chimichurri. Und jetzt wird es abgefüllt in Gläser. In meinem Falle werden zwei Gläser dieser Größenordnung ausreichen. Und jetzt kommt hier unser Lorbeerblatt rein. Einmal in der Mitte geteilt. Aufgegossen mit Olivenöl. Alles jetzt hier nochmal untergestuckt, damit auch ja nichts rausguckt. Ja, Schimmel oder Grau oder was auch immer es werden könnte, wenn kein Öl drüber wäre. Und so wird das jetzt verschlossen und wird wenigstens einen Tag, wenn nicht sogar zwei Tage, erstmal durchziehen. Und dafür kommt es in den Kühlschrank. Wem das Video gefallen hat, gerne einen netten Kommentar, gerne auch einen Daumen nach oben. Wer noch kein Abo hat, abschließen, ans Glöckchen denken, dann verpasst ihr auch keine Videos. Und ja, bis zum nächsten Mal.